bin ich ja eigentlich? Schwimme ich jetzt darüber oder laufe ich jetzt darüber? Ich laufe mal, ich will mir das da hinten mal angucken, dieses Gebilde. Da ist nämlich zum Beispiel einer meiner angesprochenen Lavaseen. Da sind ein paar Schafe. Aber wenn ich jetzt von hier irgendwo gekommen wäre und ich hätte das nicht rechtzeitig mitgekriegt, da ist man nämlich ganz schnell mal drin in so einem Scheiß. Und da kommst du auch so schnell nicht mehr raus und dann hat sich das nämlich ja ganz schnell erledigt, auch mit unserer Reise. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht übers Knie brechen. Wie gesagt, das sieht ganz interessant aus. Hier dieser Baum auf diesem spitzen kleinen Sandstein da. Cool. Da ist Lehm, falls wir wieder welchen brauchen. Würde ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell wiederfinden hier. Boah, krieg ich da auch noch einen Schluck auf zu tun hier. Oh, Pferde! Pferde hier, ne? Und Esel. Oh, Scheiße. Okay, das ist richtig nice. Wenn wir uns Pferde und Esel noch halten könnten, irgendwann mal, dann wissen wir, wo es die gibt. Ach, juhu, wie geil. Wie geil ist das denn? Pferde und Esel, ey. Boah, schön. Das ist richtig cool. Weil da hatte ich, glaube ich, meiner Meinung nach noch bis jetzt keine gefunden. Guck mal hier, Kühe, da Schafe, da Schweine, da Pferde und da hinten Esel. Also, das ist mal Multikulti hier. Das Gute ist, die rennen halt auch nicht weg. Ja, moin. Also, das ist cool. Hier hinten haben wir auf jeden Fall mal eine Ecke entdeckt, wo wir definitiv noch nicht waren. Meiner Meinung. Boah, bin ich jetzt erschrocken vor diesem schwarzen Gaul hier. Ich denke, was sind das? Nicht, dass wir hier noch auf Bären stoßen. Auch Bären gibt es jetzt nämlich. Auch hier so viele von den Biestern, ne? Da müssen wir echt mal hingehen. Ich glaube, die stehen auf Karotten und da werden wir uns mal zwei mit rüberholen. Das ist natürlich dann ein langer Weg bis nach Hause. Aber die werden wir uns definitiv mal rüberholen. Krass. Schade, dass ich jetzt keine Möhren einstecken habe. Hier ist mir das gerade ein bisschen heikel, weil das hier nicht gerade lädt. Nicht, dass ich irgendwo runterstürze und ich sehe es gar nicht. Das ist auch ein cooles, an und für sich ein cooles Biom. Hier so viele Gräser und so. Also hier hätten wir zur Not auch noch viele gelbe Blümelein. Aber mit den Pferden, das muss ich mir echt mal irgendwie ein bisschen merken. Da könnten wir nämlich unsere Stelle auf zwei weitere Abteilungen erweitern. Einmal Pferde, einmal Esel. Und ich glaube, zu wissen, dass die sogar beide auf Möhren stehen. Das heißt, die könnten wir mit Möhren im Doppelpack rüber locken. Oh, hier auch gefährlich, ne? Wenn du da runterfliegst, bist du weg vom Fenster. Und womöglich ist das gar nicht so weit weg, wie ich mir das gerade dachte. Weil hier sind wir nämlich schon wieder fast, würde ich behaupten, in der Nähe unseres Wüstendorfes angekommen, glaube ich. Ich mache jetzt noch mal kurz einen Schwenk hier rum. Gehe noch mal in die Richtung, da haben wir auch ganz viele Büsche. Wilde Orchidee oder irgend sowas. Coole Sache, also Pferde und Esel auf einem Haufen. Ich muss mal ganz kurz hier laden lassen, nicht, dass ich hier wirklich abkacke. Das ist hier echt ein cooles Biom hier hinten. Schön. Also da hinten bilde ich mir ein, waren wir erst die Bäume rausrupfen. Also ich weiß ungefähr, wo wir sind. Na gut, dann wie gesagt, die Pferde müssen wir dann halt zurücklocken. Boah, wenn das nicht so spät wäre, würde ich das echt jetzt noch machen. Aber da müssten wir erstmal die Ställe bauen und dann die Viecher rüberlotsen. Nee, boah. Da müsste ich mir natürlich auch sicher sein, dass die wirklich auf Möhren stehen. Nicht, dass es am Ende Weizen ist oder Samen, was ich nicht glaube, weil Pferde mögen ja in der Regel Karotten. Da ist unser Wüstendorf. Dann würde ich das echt noch in dieser Session machen, ey, ohne Scheiß, ne? Ich meine, ich kann die natürlich nicht mit der Lore rüber transportieren. Das geht leider nicht. Aber. Aber. Wenn wir die dann rüber lotsen, das wäre echt ein Event. Jetzt ist ja natürlich Black World wieder. Aber ich fahre erst mal ganz kurz heim. Dann belese ich mich mal ganz schnell.
wie das ist mit den Pferden, mit den Eseln, ob das wirklich mit Mjorn machbar wäre. Und dann gehen wir zurück und holen uns jeweils zwei von denen. Wenn es geht, gleich auf einmal. Müssen wir natürlich dann hier rüberlaufen. In Hoffnung, dass die Viecher dabei nicht ins Wasser klitschen. Oh, das wird ein Unterfangen. Eieieiei. Jetzt fahren wir wieder durchs Weltall hier. Weil es gar nicht hinterherkommt mehr. Habe ich mich schon dran gewöhnt. Und diese Lava, ne? Übelst der Shit, ey. Wenn wir das alles mal erkunden würden da unten, ey. Das wäre ein Abenteuer. Eieiei, da hätte ich jetzt mal Angst zu verfeuern da unten. So, jetzt müssen wir fast da sein. Ja, wenn das jetzt mal laden würde hier. Ich fahre ja komplett durchs Weltall. Ohne Scheiß. So, steig mal aus, Junge. Danke. Hier, da lädt gar nicht mehr meine Kanten. Hier ist gar nichts mehr da jetzt hier. Komm mal hinterher wieder. Ich möchte es echt nicht solche Trips machen. Ja, da kommt nicht mehr nach, das Spiel. Oh Mann, ob ich das echt jetzt noch mache, da müsste ich erst noch neue Ställe bauen und lauter solche Faxen, ey. Oh Mann, ich will eigentlich nicht mehr, aber irgendwie würde es mich schon reizen, das jetzt noch zu machen. Um Gottes Willen. Also erstmal würde ich auf jeden Fall hier irgendwo unsere Schwarzeiche anpflanzen jetzt. Vielleicht hier, ne? Hier so hin. Das wäre doch geil. Da hätte ich die hier gleich mal im Blick. So, vier nebeneinander und dann wird das nämlich ein schönes Bäumchen. Oh, krass. Und eigentlich sind wir nur wegen den Schwarzeichen jetzt darüber gemacht, um uns Schwarzeichentüren zu bauen. Das musst ihr mal überlegen. Und dann stoßen wir auf sowas, ey. Ha! Heilige Mutter. So, die nehmen wir mal mit. Da machen wir mal Schwarzeichenholz draußen. Das ist ein Schwarzeichenholz. Machen wir mal... Oh, ich wollte gerade sagen. Genau, die sind das nämlich. Drei werden da draus. Na ja, gut, da könnten wir ja... Vier brauchen wir, wenn ich jetzt nochmal welche mache, haben wir sechs. Könnten wir vielleicht sogar die Kirchtür draus bauen. Die Kirchentür. Weil die ist nämlich... Ach, na wohl, nee, die ist eigentlich schon gut geeignet dafür, muss ich sagen. Hm. Das Zeug mal schnell noch ins Lager schmeißen hier ein bisschen. Was haben wir denn hier alle? Schwarzeichenholzbretter. Oh, Schwarzeichenholz, Alter. Finde, das ist mir nämlich auch bald ein bisschen knapp mit der einen Holztruhe. Ja. Mal sehen, müssen wir uns bald was einfallen lassen hier. Oh, mir geht so der Platz aus. Kies brauchen wir erstmal keinen. Sand brauchen wir erstmal keinen. Da können wir das mal wieder ein bisschen auffüllen, hier das ganze Lager. Hier haben wir noch Stein. Hier ist noch Eichenholz, normales Eichenholz auf jeden Fall mit rein. Erde. Achso, halt. Erde. Da haben wir tatsächlich drei Erdtruhen voll, ne? Boah. Stein. Na, den mache ich mal hier rein. Hier hoch. Das mal hier rüber und das mit hier dazu. Kohle, Glas, die Pilze, den schwarzen Farbstoff, das sind noch mehr Schwarzeichenholzbretter. Heißt das wirklich Schwarzeichenholzbretter? Alter, das ist ja ein massives Wort, oder? Das ist ja wie Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitäns so Dingenskirchen. Hier das längste Wort Deutschlands oder so, weißt du. Muss mal googeln. Fackeln, Blumen. Pilze, Glas, Farbstoff. Ja. Ein Appel und ein Ei. Nee, bloß ein Appel. Pilze. Und ja, genau. Fliegenpilze sind auch hier drin. Und das sind die normalen Pilze. So, hier ist der bunte Farbstoff. Und also der bunte Beton und hier ist der Farbstoff drin. Guck mal einer an hier, was wir da schon rausgerissen haben jetzt am Schwarzen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Glas. Hatten wir denn schon eine Glastruhe? Ja, hier. Ach, guck mal, hier wäre sogar noch Glas drin gewesen. Mensch. Vorher gucken, Junge. Vorher gucken.
Jetzt zaubern wir auf jeden Fall da drüben mal schnell die Türen rein in der nächsten Folge und dann geht's weiter. Mal gucken.